Moin moin Freunde und willkommen zurück zu einem weiteren Part Let's Play Risen 3 hier bei unserem Konfigurator. Es geht weiter und im letzten Part haben wir hier diese Brücke, diese kaputte Brücke überquert. Sind jetzt auf dem Weg zum Hort des Bösen hier. Zu unserer Quest. Ich glaube zwar noch nicht, dass wir Nico Luther finden werden. Aber wir haben die Quest damals bekommen, weil die Vermutung ist, oder die Vermutung von Bones war, oder von irgendjemandem, dass Nekolot wahrscheinlich dann wäre, hier, Kane hat es glaube ich gesagt, oder? War es Kane? Oder irgendjemand hat gesagt, dass wenn Nekolot hier auf der Insel ist, dann wahrscheinlich in der Mitte, und das war dann halt der Hort des Bösen. Die Quest haben wir aktiv, da werden wir auf jeden Fall bald hingehen. Wie ist Patty da hingekommen? Ah, natürlich. Patty ist natürlich den langen Weg gegangen. Anstatt mit über die Brücke zu gehen, ist Patty natürlich außenrum gegangen, weil die KI von unseren Begleitern in diesem Spiel einfach nur grenzdebil ist. Wenn man das mal so sagen darf. So, jetzt gehen wir hier lang. Dann hauen wir ja wieder vom Hort des Bösen ab, oder? Oh, natürlich springt er uns an. Und lass es doch. So. Was wir hier noch alles töten, ne? Wir kriegen doch noch gut Ruhm. Jetzt laufen wir hier tatsächlich wieder außen rum und andersrum. Aber das wollen wir doch gar nicht. Nee, das wollen wir jetzt wirklich nicht. Ich will jetzt zum Hort des Bösen. Ich will wissen, ob Nekolot da ist. Ich kann es mir schwer vorstellen. Aber never say never. Sag niemals nie, ist ja immer das Motto. Natürlich ist Patty dann nochmal ganz runtergelaufen, um diese Brücke hier hochzugehen. Warum auch nicht? Jetzt machen wir Spaß, Patty, ey. So. Oh Gott. Das sieht schon mega unkoscher da aus. Aber erstmal reinigen wir hier natürlich alles noch. Da sehe ich nämlich noch einen Lindwurm in der Ferne, Höllenhunde. Erstmal reinigen wir hier diesen Ort noch von den ganzen Schattenviechern. Und ich würde sagen, für die Hunde ist irgendwie der Erlöser geiler. Jetzt gerade. Auch wenn wir unsere Reflexe angemacht haben, aber egal. So, komm her, Lindwurm. Ich glaube, für den ist auch selbst der Erlöser geiler. Wo ist Patty eigentlich schon wieder? Kommt die nochmal? Ach, die ist schon da. Patty hat den Lindwurm gekillt, Alter. Nice. Bin begeistert, Patty. Wo geht's hier lang? Ups, das wollte ich gar nicht. Oh, wir können wieder was gehen. Wir können wieder zumindest was auf 95 bringen. Komm, machen wir zuerst Pistolen. Oh, vielleicht schaffen wir ja wirklich noch alles auf 100 zu bringen. Ist doch mehr Ruhm, als ich dachte. Vielleicht packen wir das noch. Wo sind wir hier? Ah, das ist dieses riesige Gebiet nach den Doppeltürmen, ne? Oh, hier ist ein Teleporter. Das ist nice. Tal des Todes ist das. Geht okay. Doch. Mal gucken, was dieses Tal kann. Ja, wir gehen noch zum Hort des Bösen. Keine Sorge. Aber jetzt sind wir erstmal hier. Ihr kennt das. Risen und so. Just Risen Things. Ja, zeig's ihnen. Guck mal, hier wächst halt echt noch ein bisschen grün, aber nur kleine Kräuter. Kein dickes Kraut mehr. Zumindest vorerst. Und was kann dieses Tal jetzt hier? Ich meine, klar, es ist tot und so, aber ist ja auch irgendwas Cooles. Eine Feuerblume haben wir hier noch. War diese Feuerblume jetzt... ich will jetzt nachgucken. Ob diese Feuerblume jetzt irgendwas Rezeptmäßiges war. Feuerblume, nee, leider nicht. Hier ist wieder ein Loch mit einem Lava-Dingens. Da brauche ich nicht nochmal reinspringen. Da ist noch ein Höllenhund. Wir haben ja letztes Mal schon rausgefunden,
dass wir, dass auf den Inseln ja auch wieder Viecher respawnt sind. Wahrscheinlich, wenn wir die Inseln nochmal clearen würden, würde ich wahrscheinlich auf 100 kommen vom Ruhm her. Ich glaube, das mache ich noch dann off-air. Das muss ich ja hier nicht, das ist ja einfach nur für mich einfach. Damit ich quasi die Errungenschaft habe, obwohl ich eigentlich gar nicht so ein Errungenschaftstyp bin. Da sind ja bei uns eher mehr Cooper und Zap für zuständig. Aber irgendwie würde ich es cool finden. Und warum waren wir hier noch nie? Wo sind wir hier überhaupt? Kurzer ist hier noch. Gold? Ich weiß nicht, ich finde die Insel übelst verwirrend. Weil irgendwie alles gleich aussieht hier. Schergen-Action haben wir ja auch nochmal. Boah, wir schießen echt schnell mittlerweile. Also das Donner-Ding da zu lernen, hat sich gelohnt. Wird uns nichts anhaben können, das Skelett. Aber das Skelett braucht noch 3 Schüsse. Wo sind wir denn jetzt hier wieder? Warum waren wir hier noch nie? Egal. Wir werden es clearen. So wie wir alles clearen. Für den Ruhm. Wir könnten auch einfach durchlaufen zum Hort des Bösen, wieder zurück. Je nachdem, wie es hier weitergeht. Aber nein, so spielen wir Risen nicht. Oder so spielt man Risen nicht. War das hier damals mit den Spinnen? Nee, ich glaube, das war nicht mit den Spinnen, oder? Doch! Das war damals mit den Spinnen. Da sind nämlich die Eier, die schon kaputt sind. Okay. Oh. Boah, fast daneben gejumpt. Okay. Also ich weiß nicht, ich finde die Insel ein bisschen verwirrend, weil wie gesagt, hier sieht alles gleich aus. Wir finden hier auch noch Dinger. Dinge. Okay, die haben uns doch gesehen. Nice Counter von uns. Schade, dass ich meinen Kollegen nicht Waffen abgeben kann. Ich könnte meine ganze Crew mit richtig krassen Waffen ausrüsten. Schwertern und so, dann würden die auch mehr Damage machen. Das konnten wir beim anderen Risen noch, denen zumindest Sachen geben. Und die haben sie dann ja teilweise auch ausgerüstet. Schade, dass das hier nicht geht. So, Fleischbraten. Hier ist einfach mal ein random Feuer. Da ist noch eine Schädelblüte. Die nehmen wir auch noch mit. So, dann geht's hier runter. Und dann kommen wir hier nicht weiter. Wirklich? Jetzt im Ernst? Wow. Warum gibt es überhaupt die Option, hier runter zu springen? Wenn man da nicht durchkommt. WTF. Nun gut. Ich sehe unser Schiff, Leute. Ist hier auch ja sehr nah beim Hafen, ne? Haben wir das denn jetzt wenigstens hier alles geklärt? Hier ist noch ein Hammer, da sind noch Krüge, Besen. Also einfach noch so Kleinkram. Unnützes Zeugs. So, hier waren wir aber schon, ja, hier waren wir safe. Hier waren wir safe, da möchte ich hier wieder zurück. Tatsächlich. Und... dann geht's jetzt hier wieder hoch. Zum Hort des Bösen. Endlich geht's dahin. Hoffe ich doch mal. Ich hoffe, uns lenkt diesmal nichts ab. Aber in Risen würde ich dann nicht meine Hand für ins Feuer legen. So, hoch hier. Und dann gehen wir da jetzt rein. Versprich mir, dass egal was passiert, du mich nicht hängen lässt. Du bist alles, was mir jetzt noch geblieben ist. Versprochen. Oh, das ist ja süß. So, hier, den Weg gehen wir auch nochmal hoch. Bevor wir da reingehen. Weil wir wieder abgelenkt werden von unserem Hauptweg. Mit 2 Lava-Golems, cool. Naja, du kannst so rum eiern, wie du willst, Kollege.
So viel rumschreien, wie du willst. Ich habe keine Angst mehr vor euch. Aber ich brauche euch, weil ihr rumgebt. Schön drei Armbrustschüsse und dann war's das für die Kollegen hier. Was gibt es hier denn noch? Oh, nix. Hier gibt's gar nichts mehr? Wirklich? Da würde es auch weitergehen. Boah, dann würden wir uns wieder vom Hort echt entfernen, ne? Ich will da jetzt aber wissen, was da ist. Gibt's da irgendwo eine Sackgasse auch mal irgendwann? Na komm, wir gehen jetzt erst zum Hort und dann machen wir das. So, das heißt, ich gehe nochmal um dahin. Da muss ich nicht den Weg zurücklaufen. Ich glaube, dass dieser Weg ein bisschen kürzer ist mit dem Teleport. Und dann gehen wir da gleich lang. Ich glaube, da kommen wir nämlich zu einem der Lager von den Pennern. Und ich weiß nicht, ob ihr es schon im Augenwinkel gerade gesehen habt, aber das ist doch unser Geist, oder? Da gehst du alleine hin. Ach, da gehe ich alleine hin. Hier gibt es einen Teleportstein. Wie viele Teleportsteine haben wir eigentlich? Okay, ich gehe hier alleine hin. Da gehst du alleine da hin. Da bist du endlich. Tatsache. Unsere Suche hat nun ein Ende. Wir haben unseren Geist gefunden. Deine Visage kommt mir bekannt vor. Es wurde auch langsam Zeit, dass du hier aufkreuzt. Da fährt man quer über alle Meere und reißt sich ein Bein aus, um dich zu finden. Und am Ende stehst du hier einfach in der Gegend herum. Warum hat das so lange gedauert? Du hast gut reden. Du musstest nicht gegen die halbe Welt antreten, um hierher zu kommen. Du hast keine Ahnung, was ich hier durchgemacht habe. Die Zeit im Schattenreich scheint stillzustehen. Die Kreaturen der Dunkelheit dort sind nur schwer zu ertragen. Einmal in die Hölle und zurück. Ich war eine Ewigkeit auf Wanderschaft. Und doch bist du hier. Ja, ich bin Nekrolots letzte Wehr. Ich bin hier, um dich zu vernichten. Was? Was soll das heißen? Du sollst mich vernichten. Sobald du die dunkle Festung betrittst, werde ich dir deinen Atem nehmen und dein Herz wird aufhören zu schlagen. Was? Tut mir leid, ich muss das tun. Nekrolot zwängt mich dazu. WTF? Wie können wir Nekrolot schwächen? Da wo Licht ist, ist auch Schatten. Da wo Leben ist, ist auch Tod. Der Herr des Schattenreichs zehrt von den Seelen, die seine Insel betreten haben. Die drei großen Zauberer bündeln die Kraft der Lebenden auf dieser Insel und speisen damit Nekrolots Macht. Erst wenn die drei großen Zauberer wieder ihrem freien Willen folgen, wird sich das ändern. Wo ist er? Nekrolot ist in seiner dunklen Festung und arbeitet an seiner Manifestation. Ich fürchte, es dauert nicht mehr lang, bis er Erfolg hat. Ein Titan des Unheils und Verderbens wird über die Welt kommen und alles Lebende vernichten. Wir müssen uns wieder vereinigen. Es geht nicht. Seine Macht ist einfach zu groß. Ich kann mich nicht dagegen wehren. Wenn du Nekrolots dunkle Festung betrittst, muss ich dich vernichten. Wenn die drei großen Zauberer wieder frei sind, lässt du mich vorbei. Ich weiß nicht, ob meine Kraft dazu reicht, aber ich werde es versuchen. Wo hält er die Zauberer gefangen? Sie bilden ein Dreieck und überschirmen mit ihrer magischen Zange die ganze Insel. Chani ist im Turm der Folter, Zacharias in der Schattenbucht und Eldrick auf dem Berserkerpass. Natürlich sind sie schwer bewacht. Wenn sie nicht befreit werden, wird Nekrolot bald übermächtig sein. Ich darf da echt nicht rein? Moment. Das will ich echt testen. Was? Ich kann mich nicht bewegen. Nekrolot gebietet mir, dich aufzuhalten. Dämlich. Tatsache. Der killt uns dann echt. Unser einer Geist killt uns dann. Okay, wir müssen die drei Magier, die drei großen Zauberer müssen wir befreien. Chani haben wir befreit.
Da hinten ist einer und da ist... Lol. Und auf einmal wird die Insel nochmal größer. Holy shit. Hä, das gab's doch vorher nicht. Egal. Okay. Der Hort des Bösen. Gut. Bin wieder da. Nun weiß ich, was uns auffällt. Wir müssen die drei Zauberer. Chani haben wir zum Glück schon befreit. Ohne unseres Wissens. Zacharias und Eldrick werden bald folgen. Das verspreche ich unserem Geist. Aber Nekolut hat also Kontrolle über unseren Geist gerade. Und der würde uns wirklich umbringen. WTF. Nun gut. Gehen wir erstmal hier weiter. Wir müssen ja auch noch die Waffenlager hier stilllegen. So, Ruhe im Karton mit dir, Varan. Zack. Zack. Oh, natürlich. Snapper Action. Wer liebt sie denn nicht, unsere Drachensnappers? Jetzt kommen sie hier wirklich alle wieder, ne? Also jetzt geht's hier wieder ab mit Drachensnapper Island. Ah, wir stecken hier fest. Ach komm, Mann, Alter. Nein, das wollte ich gar nicht. Ich wollte eh drücken. Ich denke immer, zwei ist Armbrust, aber ist es gar nicht. Ruhe im Karton, Drachensnapper. Ich habe ja schon mal in einem Part gesagt, dass ich die Reflexe nicht dauerhaft benutzen will, damit ich mich nicht dran gewöhne. Aber eigentlich können wir es trotzdem machen. Da haben wir einen Lindwurm, alles klar. Da hätte ich die Reflexe wahrscheinlich eh benutzt. Während der Wichser uns hier einen mitgibt. Mehrere mitgibt. Aber die Armbrust passt. Wir haben 1500 Monster besiegt. Bei 2000 wird es ein Achievement geben. Nice. Okay, wo geht's hier lang? Was bewacht der da? Spring in meine Klinge, Dämon. Oder die? Was bewachen die da? Ja, zeig's ihnen. Das war nice mit der Schockwelle. Also die Schockwelle ist cool, um die Gegner umzuhauen und das Blocken zu hindern. Naja, Patty, du machst das schon. Wir können auch mal den Donnerschlag nutzen. Da wir ja gar kein Mana haben, können wir den unendlich nutzen. Ja, zeigt's ihnen. Das ist ein bisschen witzlos. Wir haben ja wirklich kein Mana. Wir können ja einfach den Spam. Das macht den ziemlich stark, finde ich. Gut, der macht jetzt nicht so viel Damage, aber guck mal, wir können ihn einfach spammen. Ups. Das ist krass. Wo sind wir denn jetzt hier schon wieder? Boah, WTF. Da würden wir schon zu einem der unserer Dudes kommen. Yo. Ich würde sagen... Aber wir können auch die Teleporter setzen. Aber wollen wir da schon hin? Ich würde sagen, wir gehen da hin. So, den Scavenger-Schnabel haben wir jetzt schon ein bisschen benutzt. Haben wir den Sphärendorn schon mal genutzt? Wenn nicht, nutzen wir ihn jetzt. Komm, wir setzen den Teleporter ein. Ich glaube, da müssen wir Eldrick retten, ne? Ich glaube, das war Eldrick da. Teleporter der Schattenbucht. So. Sumpfgolem Rip. Hier haben wir noch eine Schädelblüte. Haben wir hier noch was oder laufen wir hier nur im Kreis? Ne, hier laufen wir nur im Kreis, okay. Ja, man weiß ja nie. Immer die Augen offen halten. Ich glaube, es müsste Eldrick sein, den wir da retten, oder? Ja. Unserem Herrscher. Unseren Anführer. Drei Drachensnapper, Alter. Okay. Erlöser, du bist an der Reihe.
Boah, dieses Donnerding zu lernen war das Beste, was wir lernen konnten. Ne? Wir können so schnell schießen. Und wir machen nur noch Crits gefühlt. Ist das ein Bug eigentlich, dass wir nur noch Crits machen? Weil das ist doch keine 45% Chance. Oder ziehen wir jetzt einfach richtig und machen einfach immer einen Crit jetzt? Ich weiß es nicht. Wo kommen wir hier hin? Hier werden wir auch schon wieder komisch. Lass uns jetzt erstmal für eine Sache entscheiden, bevor wir hier wieder weitergehen. Und wir gehen jetzt zu Eldrick. Ich will jetzt zu Eldrick. Hier gibt es echt noch Muscheln. Nice. Wir können wieder ein paar Muscheln sammeln auf der Totenkopfinsel. Juhu. Wer will das nicht? Auf der Totenkopfinsel Muscheln sammeln. Ah, jetzt brauchen wir den Sphärendorn aber, weil da hinten ist wieder ein Golem. Und wie wir wissen, sind die Golems immun gegen Kugeln. Zumindest, ja, den Geschossen. Armbrust gegen Bolzen sind sie nicht immun. So, dich hauen wir hier auf jeden Fall auch noch um. Da ist auch noch ein Seelenfresser, okay. Dann sollten wir den schnell umhauen. Warum kommt der so langsam auf uns zu? Das war ziemlich badass, dass er so langsam auf uns zukam, der Seelenfresser. Hey, Kollege. Chill. Ich würde uns nicht hauen. Bam, mit der Schockwelle haben wir ihn gekillt. Nice. Ja, hier sammeln wir nochmal richtig Proviant, ne? Wenn wir ein Lagerfeuer finden, haben wir nochmal ordentlich Proviant gesammelt mit den Fischen. Sehr schön. Ich würde aber sagen, Freunde, wir machen hier einen kleinen Cut. Und gehen im nächsten Part dann zu Eldrick und werden hoffentlich Eldrick retten und unserer Wiedervereinigung mit unserem Geist ein Stückchen weiterkommen. Ich hoffe, ihr seid wieder mit am Start. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.